Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Psychedelic Warrior. Heute geht es um eine ganz besondere Substanz und zwar nämlich um Äther. Manchem von euch wird die Substanz hier nichts sagen, deswegen gehen wir nochmal genauer darauf ein, aber sie wird auf jeden Fall oder wurde in der Menschheitsgeschichte sehr, sehr häufig benutzt und war ziemlich wichtig. Komplett ausgesprochen heißt es Diethylether. Es handelt sich um einen Alkohol, das heißt, also Ethanol, was wir als Alkohol bezeichnen, ist ein Alkohol, aber Alkohol ist nicht nur Ethanol, sondern es gibt viele verschiedene Alkohole. Das ist eigentlich eine chemische Bezeichnung. Gehen wir da genauer darauf ein, eben. Der Diethylether, aufgrund seiner, also das hergestellt wird das aus Ethanol und Schwefelsäure und die historische Bezeichnung dafür war Schwefelether, das ist aber falsch. Denn Diethylether enthält gar keinen Schwefel. So, also Diethylether, ja. Es ist eine Geruchs-, also es ist eine Flüssigkeit, das kriegt man in der Flasche. Ich will anmerken, ich mache das Video aufgrund dessen, dass, weil ich gerade eben Äther genommen habe, ja. Das hört mir vielleicht auch dran, dass ich ein bisschen lall. Ich habe ein bisschen viel genommen. Ich habe nämlich probiert, was sind so die Grenzen. Und deswegen fangen wir eben an. Äther kriegt man in der Flasche, ja. Also man braucht einen Chemikantenschein dazu. Das, was es auf Amazon oder anderen Seiten gibt, kauft das nicht. Das kann man nicht verwenden. Ja, man kann nur den besonderen Diethylether verwenden, da eben sonst gesundheitliche Probleme auf dem Spiel stehen, die man sonst eben nicht hätte, ja. Erstmal genommen habe ich das vor ein paar Monate. Ein Kumpel hat das dabei gehabt und wir haben das, hat extra, also man atmet das ein, man kann die Dämpfe atmen, man kann es ja oral zu sich nehmen, aber das brennt extrem stark, man kann es ja auch rektal konsumieren, dazu später mehr. Ja, eben im Generellen oder normalerweise tut man es atmen, weil die Flüssigkeit verdampft also wenn sie an frische Luft kommt, wenn Sauerstoff rankommt. Und wenn sie eben verdampft, dann atmet man es ein. Normalerweise tut man es auf ein Tuch schütten und sich ins Gesicht halten, aber da mein Kumpel und auch ich das für zu ineffektiv halten, haben wir extra so einen Deckel bastelt mit einem Strohhalm dran, der luftdicht ist. Oder nicht komplett luftdicht, aber wo man halt Luft ansaugt, dann, wo man quasi dann direkt aus der Flasche das ansaugt, ja. Äther gehört zu Dissoziativum, oder zumindest würde ich das als das bezeichnen früher, als das erste Mal entdeckt wurde. Das war ungefähr, also zuerst entdeckt worden ist es 1535. Wiederentdeckt ist es dann 1730 worden in London und wird dann ab da zur Betäubung eingesetzt, also ein Narkotikum auch bei Menschen. Und das ziemlich spät, also bis ins frühe 20. Jahrhundert, wird das dazu verwendet, um eben Leute für Operationen oder auch Tiere zu betäuben. Also mit dem Strohhalm eben viel effektiver, da wir so viel mehr einatmen können. Natürlich darf das nicht luftdicht sein, sonst atmet man ja, oder sonst saugt man ja den Äther an. Auf jeden Fall, weil die Wirkung hält ungefähr eine Stunde lang und das ist so, während man das atmet, merkt man das so, wie so eine Wärme umschließt und man so spürt, dass man dicht wird. Ich würde es beschreiben mit Alkohol. Es hat aber was Dissoziativeres als Alkohol, würde ich sagen. Für die Leute, die schon mal Lachgas genommen haben, die können das vielleicht eher verstehen. Aber dazu später mehr. Eben haben das da ein paar Mal gemacht. Und es war geil, aber immer so nach einer Stunde. Vor allem die ersten 15 Minuten sind halt stark. Aber immer so nach einer Stunde war es vorbei. Ja, ich bin währenddessen redselig gewesen. Gute Laune, leichter Geschmack im Mund. Man muss sagen, es schmeckt ziemlich ja, ätzend. Es ist ätzend, glaube ich zumindest. Oder ich weiß gar nicht, ob es ätzend ist, aber es ist ein Flambar. Also, ja, also
Dass es angenehm schmeckt, ist ja klar. Dass es nicht angenehm schmeckt, meine ich. Oder habe ich angenehm schmeckt gesagt? Man merkt auf jeden Fall, ich bin auf Ether. Ich glaube, ich schreibe Live-Ether, Trip-Bericht in den Titel. Auf jeden Fall, eben, das riecht ziemlich stark und das Problem ist, auch wenn man das eingeatmet hat oder genommen hat, dann riecht man auch ziemlich stark danach und es riecht nach anderen Menschen. Man riecht echt wie eine Tankstelle. Also, anders kann ich es gar nicht sagen, ja. Irgendwann hatte ich dann mehrere Monate gar nichts mehr davon, weil ich keine Quellen hatte. Nun habe ich wieder zum Glück die Gelegenheit bekommen, Äther zu kriegen und habe dann gleich drei Flaschen genommen. Das sind nur kleine 100 ml Fläschchen. 100 ml Fläschchen, so. Milliliter, weißt du, wenn man Milliliter ausspricht, wäre mal leid. Milliliter geht nicht auf die Kette, das geht einfach nicht. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, weil ich es eben habe, kann ich auch Experimente damit durchführen, weil ich wollte vorher schon mal ein Video darüber machen, dachte mir aber, wegen der wenigen Erfahrung mache ich kein Video darüber, sondern ich warte, bis ich da tiefer einsteigen kann, ein bisschen höhere Dosen probieren kann, andere Konsumwege etc. Wie jetzt eben hier. Oral probiert habe ich nur einmal einen Schluck genommen und muss sagen, boah, es brennt in der ganzen Fresse. Also, da ist wie ein harter Schnaps, ja. Nur ekliger oder besser. Puh, kann ich sogar nicht sagen. Es tut mir echt leid. Und dann halt noch den anderen Weg. Rektal gestoßen bin ich darauf, weil ich eben über Ether gegoogelt habe. Und da habe ich das gefunden. Und dann dachte ich mir, jetzt kann doch nicht sein. Es wurde anscheinend früher wirklich medizinisch mit Öl rektal verabreicht. Das habe ich dann probiert. Und ohne Witz, ich habe ja schon sämtliches Rektal probiert. Ja, MDMA oder Meth oder was weiß ich was, wo man denken müsste, boah, das brennt im Arsch wie die Hölle. Aber nein. Hat es nicht, hat es nicht. Nichts dieser Dinge hat irgendwie richtig stark gebrannt. Aber Äther, als ob jemand ein Lagerfeuer in einem Marschloch anzündet, Alter. Pff, kein Witz. Also das hat wirklich wehtan. Deswegen habe ich das auch schnell sein lassen. Ja, ich muss sagen, vom ersten Mal weiß ich gar nicht mehr so viel, weil ich da anscheinend so viel genommen habe, dass ich sofort weggepennt bin oder wenige Sekunden danach oder Minuten. Naja, eher Minuten. Also, ja, auf jeden Fall schon heftig gewesen, ja. Deswegen finde ich den oralen Weg, inhalativen Weg am besten. Und da vorne habe ich eben eine Heide ausprobiert. Ich habe einfach versucht, so lange dran zu atmen, bis ich wirklich merke, es geht nicht mehr stärker. Weil so arg viel stärker kann das gar nicht werden, bevor man sich selber umbringt zum Beispiel. Damit wird man ohnmächtig und so viel. Kann man meiner Meinung nach gar nicht einatmen, außer man würde da wirklich ein ganzes Fass ausleeren und den Kopf drüber halten oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich bin dran gesessen. Und es ist wie so ein dissoziativer Schlag in die Fresse, ja. Da merkst du wirklich, wie du aus deinem Körper trittst, oder man kann es sagen, es ist wirklich wie bei Lachgas, ja. Also, es tut mir wirklich an die Leute, die noch kein Lachgas hatten, aber es fühlt sich wirklich so an, so die dissoziativen Elemente, was das hat. Genau wie bei Lachgas. Wirklich genauso. Ich habe das bei Lachgas immer so, dass ich so ein Schwingen höre und dass ich auch stellenweise dann so ein Raster sehe. Raster so aus so Rosen, aus rosa Vierecken und es legt sich halt wie so ein Film über die normale Sicht. Und so war das da eben auch, ja. Und ich habe auch gemerkt, ich habe versucht normal zu reden. Da die Wirkung nur ungefähr eine bis eineinhalb Stunden hält, ist die Wirkung am Anfang deutlich stärker und da lallst du wie ein Besoffener ohne Witz. Hätten mich für wie einen Betrunkenen gehalten. Ihr hört es ja jetzt hier in dem Video. Ich werde das wahrscheinlich selber gar nicht so hart merken. Also ich merke es schon, aber wahrscheinlich nicht so hart wie ihr, weil man selber merkt es ja eh nie so hart, wenn man halt. Es ist schon krass. Ja, und das war alles zu Diethyl-Ether. Es war jetzt echt unprofessionelles Video, weil ich halt währenddessen auf Ether war, aber ja, da es ein Live-Trip-Bericht ist, kann man da nicht so viel machen. Ja, ich denke, ich werde mir jetzt nur ein paar Mal
schön wegeltern, ja, und dann passt es. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann wünsche ich dann viel Spaß bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Psychedelic Warrior.